So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem DFB-Pokal und zwar im Halbfinale auswärts in Leverkusen mit dem nächsten Gegner, mit dem wir noch eine kleine Rechnung aufmachen. Man denke so ein bisschen an das DFB-Pokalfinale der letzten Saison zurück, wo Bayer Leverkusen tatsächlich in der, was war das, 122. Minute das 4-3 gemacht hat, kurz vor dem Elfmeterschießen und dann das Ding geholt hat. Und das, obwohl wir tatsächlich noch die große Chance hatten, selber in Führung zu gehen. In der regulären Spielzeit, ich glaube auch 92, 93 Minuten, wo der Angriff dann abgepfiffen wurde, wo wir mit zwei Spielern auf dem Freien auf den Keeper zulaufen. Nun ja, heute können wir uns in Leverkusen rächen, den amtierenden Pokalsieger aus dem Turnier werfen und dann den nächsten Schritt in Richtung Finale machen könnten. Es könnte aber auch die Böse auf die Fresse geben. So, Gutes, dass es heute weitergeht in der neuen Saison. Ich guck mal gerade tatsächlich mal mit dem Gegner Leverkusen, ob der noch einen Spieler für mich hat, den ich vielleicht noch brauchen könnte. Der auch schon 34 ist, aber Bilbao. Ja, dann ist er nicht. Dann dachte ich, wäre vielleicht eine Möglichkeit für uns, nochmal in Leverkusen zu gucken. Warte mal, Bundesliga, ich check gerade nur mal was durch. Bundesliga, Team Bayern und Phil Leverkusen. Vielleicht für die kommende Saison schnell noch mal eine Verpflichtung zu machen. Wir brauchen ja noch den einen oder anderen Spieler. So, es wird halt 2019. Für Leihliste. Gnabry haben die geholt, okay. Aber da ist, glaube ich, jetzt nichts dabei. Heute von der Dings her ist es klar. Ach, er wechselt zu Cagliari schon in der Grill. Mal schauen, was er. Ne, vielleicht war er so zu jung. Marien. Mount. Die haben schon krasse Spieler, muss ich sagen. Solarbrick. Marco Reus. Ja, da ist leider nichts dabei, wo ich jetzt sagen muss, den muss ich unbedingt haben, beziehungsweise der würde uns helfen. Aber ist okay. Ist egal. Sei es drum. Leverkusen hat auf jeden Fall eine krasse Truppe, muss ich sagen. Definitiv. Mal gucken, ob unsere Jungs so halbwegs fit sind für den Pokal. Für den Kracher bei Bayer Leverkusen. Heute gibt es keine Experimente drin. Heute heißt es Siegen oder Fliegen. Krass ist das eine Truppe, Alter. Oh, war gar nicht so schlecht eigentlich. Ich werde es trotzdem so spielen. Auch wenn ich da jetzt den einen oder anderen angeschlagen ist. Geht's heute tatsächlich ins DFB-Pokal. Halbfinale, auswärts bei Bayer Leverkusen. Im Pokalfinale hatten wir sie tatsächlich so ein bisschen unter, hatten wir sie dran. Da waren wir ganz, ganz knapp zweimal dran. Also wie gesagt, einmal selber und einmal die knappe Liga, fast vom Elfmeterschießen hätten wir sie gehabt. Aber ist halt nun mal so. Halbfinale, es geht um den Einzug ins DFB-Pokal-Endspiel. Es geht um alles oder nichts. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Ja, ich will die ganze... Jo, schauen wir mal. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale hier im DFB-Pokal. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden, Buschi. Ich freue mich auf dieses Spiel und ich glaube, die Gastgeber auch. Sie sind hier die Favoriten, sie wollen ins Finale. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sie mit diesem. Andere Halbfinale ist übrigens Paderborn gegen Borussia Dortmund. Auf ihn sollten wir heute. Entweder zwei Bundesligisten oder zwei Zweitligisten oder ein Bundesligist und einen Zweitligist. Das sind die Optionen fürs Finale. Im Idealfall wäre es für mich, wenn es natürlich zwei Zweitligisten wären. Der Gegner Paderborn ist deutlich einfacher als der Gegner Borussia Dortmund. Aber natürlich.
Wir haben hier eine Übermacht im Hinblick auf uns, im Vergleich zu uns, vor der Nase, die wir tatsächlich schlagen müssen. Und dann auch noch auswärts. Aber wie gesagt, wir haben den FC Schalke geschlagen, wir haben in der letzten Saison die Bayern auswärts geschlagen. Also, alles möglich im DFB-Pokal. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Palacios, der Kapitän, der ist ja in der neuen Saison wechselt, der ja. Das haben wir ja eben schon gesehen, als ich mal durchgeguckt habe. Bei uns sind halt größtenteils Jugendspieler dabei, ne? Aber diese Truppe wird in der nächsten Saison auch anders aussehen. Piri, gelb, vorbelastet. Wenn der also heute gelb sieht, ist er definitiv raus ins Finale. Aber mit Kaku Talua läuft natürlich, steht natürlich einer bereit. Aber heute wollen wir gewinnen, damit wir mehr Geld generieren können, um vielleicht irgendwann mal einen Star hier nach Bayreuth lotsen zu können. Aber Fakt ist, heute müssen wir gewinnen. Mal schauen, ob es möglich ist. Der Sieg gegen den SC Freiburg ist vielleicht so ein bisschen. Wir haben 6 Siege in Folge. Also der Sieg in Fürth vor der meiner kleinen Pause. Und damit ist der Ball weg. Oh, viel Platz jetzt. Kein Abseits. Boom, die erste Chance die Bayreuther. Ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden. Der muss da rein eigentlich ins lange Eck. Und dann ist das schon hier der erste Schritt in Richtung Berlin. Aber, nein. Schade. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Bisher geht's noch. Sterner. Sterner. Die Flanke ins Zentrum. Die Defensive steht. Er verliert da den Ball. 1-0! Nichts 1-0, es ist Abseits. Es ist Abseits. Frage ja oder nein? Ja. Der linke Fuß ist im Abseits. Mit dem hat er auch das Tor erzielt. Und damit ist es richtig. Aber man merkt, es geht. Man hat die zweite gute Chance. Ein Ball knapp vorbei, ein Abseitstor. So, weg ist der Ball. Also, alles möglich. So, nächster Ball nicht, der durchgeht. Also, es geht über alles über Novoa. Warum auch nicht? Der weiß ja bekanntlich schon, wo das Tor steht. Nächste Chance über Laurin Ulrich. Der war ganz, ganz schlecht gespielt. Der war deutlich mehr drin Richtung Novoa. Den hätte man vielleicht machen können. Perry, gut aufgepasst. Aber Ballverlust. Mount. Seines Zeichens englischer Nationalspieler Gnabry. Ballverlust, nächster Ball weg. Gut aufgepasst, die Lazio, der Danovo abgrätscht. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Angulo. Zug in die Mitte. Angulo! Ungefährlicher. Das könnte gefährlich werden. War ja gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. 31. Man ist dran. Bayreuth ist hier tatsächlich so ein bisschen die bessere Mannschaft. Aber man weiß, dass Leverkusen mega Qualität auf dem Platz hat und jederzeit, wenn sie dann eine Chance kriegen, ihre Tore auch machen können. Viel vorwärts. Palacios. Weg ist er erstmal. Gibt Einwurf. Acuna. Das ist Mount. Schöner Versuch. Und dann ist es. Gehalten, aber Szene geht weiter. Gnabry. Lass weg. Oh, der geht fast noch rein. Nein, 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 der geht nicht fast noch rein. Der ist weit, weit weg.
Und damit ist es okay. Gute Aktion. Banz! Antizipiert gegen Peters. Morgana! Hold on! Oh ja, klasse gehalten! Hatte war der neue Sieger. Und vielleicht durch. Sterner! Bayreuth führt den Leverkusen! 1-0. Sie wollten die 1-0. Das ist ihnen gelungen. Kurz vor dem Herrn von der Pause. Das ist 1-0 für die Gäste. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig. So, was sieht den Sterner? Und macht ihn. Und dann ist es, beziehungsweise über Eckloff geht das Ding. Aber es ist Fakt egal, wo es ist. Es ist die verdiente Führung in Leverkusen. Yes! Wir haben bisher mehr vom Spiel. Fünftes Tor für Jonas Sterne. Leverkusen im Rückstand. Jetzt müssen sie reagieren. Und wie gesagt, wir haben noch eine Rechnung mit den Jungs offen. Mit der Bayer 11 offen. DFB-Pokal-Halbfinale. Finale der Saison. Sterner! Vielleicht doch noch Sterner! Den Ball hält er gut. Und hätte da Lafont nicht aufgepasst, dann wäre es dann tatsächlich das 2-0 sogar noch gewesen. Aber es ist noch 1-0. Man führt 1-0. Und alles andere ist jetzt erstmal unwichtig. Man führt, wie gesagt, in Leverkusen. Das ist schön. Durchgang 1 läuft. Oh, viel Platz jetzt. Ja, man hat ja die große Chance, also Lovor zum Beispiel hier. Wenn der das Ding nicht reinmacht, wenn der Ding hier reinmacht, jetzt wieder 1-0, früh, nach 6 Minuten. Gut, aber gehen wir erstmal in Richtung zweite Halbzeit. Brauchen wir nicht wechseln. Läuft doch alles soweit. Leverkusen geht nun also mit einem knappen Rückstand in die zweite Hälfte. Bisher zumindest. Ja, schön sehr abgelaufen da. Und dann sagt er Asmun. Nö, den hole ich mir mal wieder zurück, den Ball. Morgana, erstmal. Ja, schade. Das Halbfinal-Hinspiel der UEFA Europa League steht demnächst an für Bayer Leverkusen. Dann geht es zu Hause gegen den AC Mailand. Und ich glaube, das wird spannend. Jetzt die Chance. Er hält aber... Na, Lafont, der zweimal Bobby hält da jetzt. Zwei, dreimal gut hält. Also Bayreuth geht auf das Zweite. Das hätte man auch nicht für möglich gehalten. Also wir wissen ganz genau, was sie an ihm haben. Und es gibt den nächsten Angriff. Könnte also die nächste Chance werden. Da ist es! Sie machen erneut das Tor. Besser könnte dieses Halbfinale ja gar nicht laufen. Zwei Tore nun schon. Lilian Eckloff! Wir schauen nochmal auf den Treffer, da ist zuerst die Flanke. Schöner Ball, Lovor, der mit seinem linken Fuß den Ball wieder reinschiebt. Das ist ein Volley-Tor. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Wie gesagt, und es hat sich schon angedeutet. Es deutet sich immer weiter an, diese Situation. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, man hat die guten Chancen. Man nutzt zwei bisher. Man hätte durchaus schon höher führen können, vielleicht sogar. Jetzt haben wir abseits das nun. Aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. Ist mir egal, es ist Abseits. Der Ball ist damit quasi weg für Leverkusen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
vielleicht jetzt mal so. Boah, Flanke kommt! 3-0! Finale! Es müsste jetzt das Finale eigentlich sein. Weil der ist drin. Wieder nur Boah als Vorlage. Und dann ist es am Ende Laufen 0. Lafont, Innenpfosten, Tor. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Also hätte man auch nicht, hätte ich auch nicht mehr Möglichkeit, dass wir die so einfach, relativ einfach kriegen bisher. Klasse, wie er da Sterner, 67. Minute. Man spielt es mal weiter. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Leverkusen mit dem Wechsel. Gnabry. Flanke kommt rein. Hab dich. Und jetzt ist diese Szene beendet. Das könnte die Gelegenheit sein. Und das ist könnte der Treffer zum Finale sein. Es ist nicht. War mit 4-0. Wärst du nicht weg gewesen, wenn die Leverkusen jetzt noch das Tor machen. Vielleicht dann. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ballgewinn und werden dafür belohnt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ah, diese Zahl erlischt. So, jetzt kann man nochmal wechseln. Und ja, Piri wird gehen, weil der gut, nicht gut schlecht gespielt hat, um Gottes Willen. Er hat gut, wirklich gut gespielt, aber bis vorher mir mit Gelb, bis vorher eine gelbe Karte sieht für irgendwas. Möchte ich ihn ja gerne. Möchte ich ihn im Finale behalten. Deswegen der Wechsel. So, jetzt wechseln wir durch. So. Gut. Wechsel durch. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ja, nichts. Ja, nichts. Gefährlich ist mittlerweile momentan von Leverkusen. Also ich denke mal, liebe Leute, das ist die Sensation. Das ist das Finale. Und es ist äußerst deutlich das Halbfinale. Ono. Der junge Japaner. Mal mit der Chance. Mit einer weiteren Chance für uns. Ecke kommt rein. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Der geht genau auf den Tor. Schade, das war jetzt Herrera, an dem Meier angeschlagen hat. Acuña. Sehr gutes Mal. Mount, ja, der ist aber lange. Acuña kommt jetzt weg, ist jetzt ein bisschen. Wie dribbelstark er ist. Schuss von Reus. Da kann er erstmal klären. Chance für den Konter jetzt. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Jetzt dieser gefährliche Steiger. Eckloff! Erstmal gehalten. Bekommen Sie noch eine Chance. Oh, Peters! Fast das Tor gemacht. Lafont war weg vom Wrestler. Der war raus aus dem Tor. Leider nur um ein Haar zugeschlagen. Aber egal, man ist im Finale. 2 Minuten werden nachgespielt. Reus. Das Spiel ist aus und damit 3-0 in Leverkusen. Finale. Zum zweiten Mal im Pokalfinale. Und jetzt noch die Krönung folgen. Der Finaleinzug absolut verdient. Und in dieser Form haben sie im Endspiel beste Chancen.
ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Klar, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt. Und es ist verdient, nochmal. Es ist in der Höhe verdient. Wir hatten die Grünen hatten gute Chancen dabei, um noch höher zu stellen. Und dann machst du es kurz vor der Pause der Sterne. Und dann machst du es neu nach der Pause mit Engler von Ulrich im Doppelschlag. Und dann steht es 3-0. Und dann hast du das Ding im Sack. Dann hast du sogar noch die Chance noch 4 und 5. Aber es ist egal, super, wir haben es geschafft. Macht das, macht er die Führung. Und er schießt. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. So, Fakt ist, dass die Aufgaben gelöst sind. Und es ist hochverdient, wie gesagt, immer noch Statistiken, 30 zu 5 Torschüsse. Und damit ist das Thema, ja, definitiv durch. Es geht uns dann gegen Borussia Dortmund, die in Paderborn mit 2-0 gewonnen haben. Naja, das war halt gegen Dortmund gewinnen. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Und dann spielen wir nicht so international, wenn es sein sollte. So, sensationeller Sieg, definitiv. Ja, Fakt ist, das ist Fakt. Wir hätten höher gewinnen können. Wir hätten die großen Chancen. Haben sie halt nicht genutzt, aber 3-0 trotzdem. Egal. Scheiß drauf. Danke für das. Natürliche Frage, warum ich länger gespielt habe. Der ist ausgewechselt worden, um geschont zu werden. Ganz einfach, um ein bisschen Luft zu kriegen. Fakt ist, es ist egal. Gut. Ja, der nächste Sieg. Jetzt haben wir 2,1 Millionen. Jetzt ist der nächste Gegner, wie gesagt, Borussia Dortmund. Jetzt geht's weiter im nächsten Spiel in Bremen. Da wollen wir den nächsten Sieg holen. Und wenn wir das Ding gewinnen, dann könnten wir tatsächlich vielleicht gegen Freiburg rankommen. Die müssen halt aber tatsächlich immer noch patzen. Die dürfen nur unentschieden spielen. Oder im Idealfall verlieren sie das Spiel. Mal schauen. Na gut. Und ob wir das schaffen, dann sehen wir in der nächsten Folge.